Viele von euch sind auf meinem Kanal, weil ihr euren Partner zurückmanifestieren wollt, anders haben wollt, anders manifestieren wollt, weil ihr eine glückliche Beziehung wollt, weil ihr überhaupt eine Beziehung wollt. Und hier mal hinzuschauen, was wirklich dahinter steckt, ist so wichtig. Und die Basis von der ganzen Sache ist nun mal die Tatsache, dass es außer uns nichts und niemanden in unserer Realität gibt, außer den oder die, die wir darin sehen. Und das ist die Basis unseres Seins, unseres Lebens, unseres Seinszustandes, von dem, was wir sind, von unserer Macht. Und gleichzeitig erkennen wir das eben nicht an. Viele spirituelle Lehrer, Lehren sagen, wir haben Angst vor unserer eigenen Größe. Ja, unser Verstand, unsere Persönlichkeit, unsere Psyche hat Angst vor unserer eigenen Größe, weil sie das nicht kennt. Weil sie nicht kennt, wie das ist, weil man die Dinge einfach festlegen muss. Weil sie schon erfüllt sind, weil sie schon da sind. Wir können so nicht denken, weil wir es noch nicht gelernt haben und wir müssen es lernen. Und deswegen kommen wir immer wieder in die Illusion des Mangels und der Trennung. Und die Illusion der Trennung, die spüren wir so richtig heftig, wenn wir getrennt von etwas sind, was wir so geliebt haben, was wir so geliebt haben oder so lieben und so verliebt drin sind. Und hier zu erkennen, dass diese Liebe, die wir uns da erlauben, mit diesem Pushed-out, mit diesem SP, mit dieser speziellen Person, ihren Ursprung in uns hat. In uns. In unserer Welt, in unserer Vorstellung, in unseren Ansichten, in dem, was für uns stimmt und stimmig ist. Und die Liebe, die wir für eine andere Person empfinden, das ist nur ein Katalysator, durch den wir uns erlauben können, dass alles in Erfüllung ist, dass alles da ist, dass nichts fehlt und dass nichts fehlerhaft ist. Deswegen ist es ja auch immer wieder der Fall, die Beziehungen gehen gut, am Anfang Honeymoon, alles ist toll und plötzlich wird es immer weniger und weniger und weniger toll, weil wir dann alte Ansichten, Überzeugungen, Rückschlüsse, all das, was ich hier in meinem Kanal erkläre, weil wir das immer wieder reinmischen. Und plötzlich ist aus dieser tollen Person, aus unserem Geliebten, aus unserem SP etwas, jemand geworden, den wir zum Teil oder sogar gänzlich ablehnen. Und das, was du ablehnst, von dem trennst du dich ab. Und wenn du den natürlich den Katalysator, den Erlaubnisgeber, den Türöffner für deine Liebe verschließt, weil du Resentments hast, also weil du Urteile, Vorurteile, Ansichten hast, wo du sagst, nee, das will ich nicht, das geht gar nicht, das geht gar nicht für mich. Und schon hast du die Tür zugeschlossen zu deiner Liebe. Und du hast eine äußere Geschichte, eine Ansicht dazu hergenommen, dass du sagst, du darfst nicht Liebe spüren. Und du darfst nicht Liebe sein. Und das ist dieses große, große Problem, das wir begreifen müssen, dass wenn diese spezielle Person sich von uns trennt oder wir uns von dieser speziellen Person trennen, trennen wir uns eigentlich nur von einer Vorstellung von dieser Person, die wir nicht haben wollen. Sonst brauchst du ja keine Trennung. Wir trennen uns von einer Geschichte. Und wenn ich dieses energetische Prinzip, das wir halt hier leben, dieses energetische Gesetz erkenne, kann ich mich gleichzeitig in eine verbundene Geschichte, in eine verbundene Realität hineingeben. Genauso wie ich mich in die getrennte Realität und Geschichte hineingegeben habe, kann ich mich in die verbundene Realität und Geschichte hineingeben. Und der Ursprung liegt
immer in mir, in meiner Vorstellung, in meinen Annahmen, in meiner Denkweise. Und wenn ich das aber komplett ändere, weil ich erkenne, dass in Wahrheit ja gar keine Trennung herrscht, weil ich ja erkenne, dass ich ja mit allem verbunden bin, mit dem ich mich verbinde und dass ich mich selbst verbunden habe, wenn ich in die Trennung gehe, dann gehe ich trotzdem in die Verbindung der Trennung. Dann bin ich von ihm getrennt. Aber in Wahrheit herrscht diese Trennung nicht. Das ist eine fake Trennung. Ich kann mich von nichts und von niemandem trennen in Wahrheit, weil sobald mein Gedanke, meine Aufmerksamkeit, meine Vorstellung zu dieser Person hinfällt, bin ich verbunden. Und diese Verbindung, die kommt jeden Moment. Nur die Art der Verbindung, die Art der Beziehung, die beschreibe ich. Aber die beschreibe ich nicht jedes Mal, sondern da habe ich ein Konzept. Und das muss ich beachten. Am Anfang bin ich in dieses Verliebtheits-Liebeskonzept. Oh, du bist toll, ich bin toll, wir sind zusammen toll, wir sind so verliebt. Nachher schmeiße ich da alte Geschichten rein, Bedingungen rein, Vorurteile rein, etc. pp. Und schon will ich mich von dieser Vorstellung trennen und glaube, dass diese Vorstellung mit dieser Person zu tun hat. Aber ursprünglich kommt ja diese Vorstellung mir. Also muss ich mich nur von der Vorstellung trennen, aber nicht von der Person. Also gehe ich mit dieser Person zusammen in eine neue Vorstellung. Das heißt, zuerst mal habe ich eine neue Vorstellung von mir, dass ich eben wirklich die Person bin, die gewollt ist, die hier gute Sachen macht, die geliebt ist, die unterstützt ist, die in allen Lebenslagen einfach geliebt und gewollt wird. Und dann kann ich meinen SP oder eine, jede SP, Mutter, Vater, Tochter, was auch immer, wo ich Probleme damit habe, genauso sehen. Und dann gehen wir in eine sogenannte Divine Design Verbindung auf einem Divine Design Level, wo ich keine Fehler reinspiele, wo ich keinen Mangel reinspiele, wo ich kein Ich bin nicht gut genug reinspiele, wo ich kein Ich werde zurückgewiesen reinspiele, wo ich keine Ängste reinspiele, weil ich brauche keine Ängste reinspielen, weil ich bin ja die ultimative Kraft, der ultimative Festleger, die Person, die Energie. Eine Person ist auch nur eine Energie, ein energetisches Konzept. Viele nennen es ein energetisches Feld, ein Energie, eine Vorstellung nach Neville Goddard, die ich haben möchte von mir, von meiner Beziehung, von meiner Verbindung. Und deswegen, ich bin immer in Verbindung mit meiner Vorstellung. Und sobald ein Mensch in meine Vorstellung kommt, lege ich das Konzept fest, in welcher Beziehung, in welcher Verbindung ich mit diesem Menschen stehe. Und deswegen ist auch völlig unerheblich, ob ich diesen Menschen kenne, ob er eine Geschichte hat mit mir, ob er mir bekannt ist. Letztendlich ist es immer meine Geschichte, die ich mit irgendeinem Menschen mache. Deswegen kann ich ja auch unbekannte Menschen einfach so manifestieren. Die sind mir dann nachher bekannt. Oder ich kann bekannte Menschen verändern und die erscheinen mir dann in einer anderen Version. Das heißt, es liegt alles nur an mir. Es liegt alles absolut hundertprozentig nur an mir. Und das ist mir so wichtig, weil ich so viele Coaches auch auf dem, insbesondere internationalen Markt, jetzt gerade beobachte, die Beziehungsprobleme haben, respektive die Trennungen hinter sich haben, die sich komplett trennen, weil sie sich nicht in ihrem Raum, nicht in ihrer Kraft mehr gefühlt haben. Erfolgreiche Coaches scheinbar finanziell höchst erfolgreich mit einer riesengroßen Audience. Aber was sie nicht hinkriegen, ist ihr Beziehungskonzept. Ja, und daran liegt es, weil wir nicht verstehen, was Beziehung heißt, weil wir nicht verstehen, was die anderen Menschen sind, weil wir nicht verstehen, was es bedeutet, everyone is you pushed out und da ist nichts und niemand außerhalb von mir, weil es alles innerhalb von meiner Vorstellung, von meinen Ansichten, von meinen Überzeugungen, von meinen Rückschlüssen stattfindet. Und deswegen ist es für mich so ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass wir als Frau und insbesondere als Coach, Berater, Therapeutin die anderen unterstützen wollen, nicht mehr in diese Falle reintappen,
wir dieses Außen, dass wir andere Menschen und vor allem unsere nächsten Partner oder nächsten Familienmitglieder dazu hernehmen, um uns zu entpowern, entmächtigen, um uns Geschichten zu erzählen, dass vielleicht irgendetwas anders sein muss, als ich es haben will und als ich es mir vorstelle, wegen gesellschaftlichen Narrativen und so weiter und so fort. Ich kann komplett alles so haben, wie ich will. Ich kann eine Beziehung leben, wie ich will. Und jeder möchte eine Beziehung absolut in höchster Liebe, höchster Erfüllung, ohne Mangel, ohne Ängste, einfach nur so leben. Und wir müssen aufhören, uns dann damit zu beschäftigen, wie sich das auszugestalten hat. Es kann sich in jeder Art und Weise ausgestalten. Es kann eine Hochzeit sein, alles, was du haben möchtest. Aber es geht nicht darum, dass du auf diese Ausgestaltung hinarbeitest, sondern dass für dich diese Herzensliebe, diese Wärme, das steht für dich im Hintergrund. Und dass du erkennst, dass du deine Herzensliebe, dass du deine Herzenswärme, dass du deine Wünsche hinten angestellt hast, dass du dich letztendlich hinten angestellt hast, weil du einen Fata Morgana von SP, Mann, Partner oder vielleicht sogar Kunden, wenn es um Business geht, hingestellt hast, um dir zu sagen, ja, zu irgendetwas anders machen, sein oder tun sollst. Zusammengefasst, dass irgendetwas mit dir nicht gut genug ist, mit dem, wie du bist, wie du dein Leben haben willst, was du dir wünschst für dich. Aber da fängt es an, so einfach diese absolute Confidence hast, dass es einfach perfekt ist, so wie du es haben willst, weil es aus dem Divine Design kommt, weil es aus der Fülle kommt, weil es aus der Erfüllung, aus dem erfüllten Wunsch und nicht, weil es daher kommt, dass du irgendeinen Mangel hast, weil du irgendetwas brauchst, weil du irgendetwas nach, eine Sehnsucht nach irgendetwas hast, irgendetwas auffüllen musst, sondern wenn alles aus der Haltung des Divine Designs, aus der Haltung des erfüllten Wunsches, aus der Haltung des perfekten Divine Design Seelen Menschen herkommt, dann brauchst du keine Geschichten mehr, dann brauchst du keine Begründung mehr, sondern brauchst du nur noch Facts und Entscheidungen. Du sagst, ich will das so haben. Und das ist mir so wichtig, weil viele, ja, machen dann auch immer wieder ein so, ja, wir sind in Harmonie auseinandergegangen und gleichzeitig und wir können nicht zusammen. Deine Geschichte, es ist deine Geschichte. Wenn du sagst, du kannst mit jemandem nicht, du willst mit jemandem nicht, das ist deine Geschichte. Wenn sich die Geschichte für dich nicht gut anfühlt, weil du sagst ja, eigentlich würde ich ja schon wollen, aber das und das sollte anders sein, dann kannst du das in dir verändern, indem du dein Selbstkonzept veränderst, indem du dann das Konzept, das du von deiner speziellen Person hast, veränderst und dann das Konzept veränderst, die Vorstellung veränderst, wie du mit der anderen Beziehung in Verbindung stehst, wie er interagiert. Und das findet alles in einem unsichtbaren Raum statt. Das findet alles ohne äußere Signale, Umstände, Anzeichen statt. Das ist eine Kreation in dir. Das ist eine Kreation aus Fülle und aus Liebe. Und bei der musst du dann nun mal bleiben und kannst nicht die ganze Zeit deine Meinung ändern, bloß weil sich im Außen das Ganze noch nicht gezeigt hat. Es wird sich zeigen, wenn du bei deinem Standpunkt bleibst. Da dich positionierst in deinem Selbstkonzept, in deinem Divine Design Selbstkonzept, deiner Power und auch eben durch deine Power siehst, wie alles im Außen durch dich ermächtigt, empowert wird, dass es sich so zusammenfügt, wie es deiner Vorstellung entspricht. Es ist ein riesen Umprogrammierungsaufwand unseres Verstandes, unseres Denkens, unserer Narrative. Es ist ein Riesensprung hinaus aus dem Human Design, aus den Beschränkungen und Begrenzungen in eine absolute Freiheit, wo du absolut in deiner Kraft stehst und nicht, aber auch gar nicht dazu nutzt, um zu sagen, dass irgendetwas anders sein muss oder sollte oder ist, als das, was du dir wünschst. Bedingungslos, ohne Voraussetzungen, einfach nur, weil du die Energie dorthin platzierst, weil du dich dorthin platzierst. Und die Energie platziert sich über dein Selbstkonzept und über dein Selbstkonzept platzieren sich
dann diese Fremdkonzepte deiner SPs, deines Lebens. Und dann ist es eine runde Sache, dann lebst du in der Erfüllung, bedingungslos, ohne dass irgendetwas fehlt, ohne dass du irgendetwas tun oder machen musst, um zu. Das ist das Teaching, auf dem meine Coachings sich aufbauen. Meine Coachings gehen in deinen Verstand. Meine Coachings erzählen dir deinem Verstand die Wahrheit, bringen ihm die Divine Design Perspektiven bei, bis er deine Divine Design Identity akzeptiert und du mit deinem Divine Mind anfängst, ein göttliches, erfülltes, Leben in Fülle im Außen wahrzunehmen. Ja, das war's nicht für dieses Video. Schau rein bei mir auf mywellfeeling.com, da findest du ganz viele tiefgehende Selbstlernkurse, natürlich auch meine Masterminds und vor allem den Zugang zu meiner Divine Design, wir sind Divine Design Community, wo ich dich ganz, ganz herzlich einlade, wenn du hier schon länger auf meinem Kanal bist, dass du wirklich da dazu kommst und hands-on schaust, wie wir in die Umsetzung dort schon gehen. Das sind 90 Euro pro Monat. Du kannst immer nur 3 Monatsblöcke lösen. Komm dazu und fange an mit dieser Verkörperung deines Divine Designs. Steige aus der Verkörperung, aus deiner Psyche, aus deinem Verstand, aus deinem Human Design. Und dann wirst du sehen, es fängt an, sich Wunder, so wird es der Verstand nennen, Wunder zu ergeben. Alles ist für dich da, alles ist für dich möglich. Dein Leben ist eine grandiose Erlebnis, ein grandioser Erlebnisspielplatz, wenn du es zulässt. Teile, like dieses Video und lass uns ganz, ganz schnell auf 3000 Abonnenten gehen und dann weiter auf 4000. Und ich freue mich riesig, die ganze Welt mit diesem Wissen zu infizieren, damit jeder frei und glücklich sein kann. Jeden Moment, jeden Moment, jeden Moment. Wir sehen uns im nächsten Video.